Ja, jetzt sehe ich es genau. Sie sind es ja gar nicht. Das ist ja eine fremde Frau. Sofort, Herr Generaldirektor. Morgen, Frau Kappler. Herr Brüseke, machen Sie sofort meinen Platz frei. Sofort und auf der Stelle. Psst, nicht so laut. Der Chef hat eine wichtige Besprechung. Wissen Sie nicht, wo Sie sich befinden? Oh doch, im Vorzimmer von Generaldirektor Wangemann. Hallo Chef, hier spricht der Olle Brüseke. Hören Sie mich? Also bitte verschwinden Sie. Wer zum Teufel? Ein Verrückter, Herr Generaldirektor. Ich kriege ihn nicht aus dem Zimmer. Ja, was soll ich machen? Ich bin vollkommen ratlos. Er geht nicht. Wo ist dieser unmögliche Mensch? Eine richtig gelungene Überraschung. Wie? Oh, was ist das denn? Och. Gut, was? Hallo, Mama. Hier ist Emily. Ich wollte nur schnell Bescheid sagen. Es läuft alles nach Plan. Ja, er ist im Bad und gleich da. Da hast du mir was eingebrockt. Sagen Sie mal, was basteln Sie da unten eigentlich? Ich bastle nicht, ich installiere. Oder präzise gesagt, ich habe installiert. Wissen Sie, was das ist? Eine Klingel. Genau. Und mit Hilfe dieser Klingel und diesem Telefon hier werde ich den neuen Klienten suggerieren, dass unsere Detektei enorm floriert. Aha. Und wie? Passen Sie auf. Detektei Schröpke? Oh, Herr Generaldirektor. Generaldirektor Schmitz. Jawohl, Herr Generaldirektor, die Sache läuft. Ich habe die besten Männer darauf angesetzt. Sie sehen doch, ich habe ein wichtiges Gespräch. Gehen Sie an die Arbeit. Es gibt doch keine Arbeit. Willst du Kreuzworträtsel? Hier wohne ich. Mann, ich will ja ganz viel Verderber sein. Aber Sie irren sich, hier wohne ich. Ich bin hundemüde, ich will im Bett. Ja, aber doch nicht im Bein. Eine Frau in ihren Jahren und schlank wie ein junges Mädchen. Ja, nicht wahr? 6 Pfund und 220 Gramm? Ja. Oh Gott. Frau Gräfin, haben sich verschluckt. Wo? Ich bin doch noch da. Komm, komisch, olle Zicke. Frau Gräfin, haben einen köstlichen Humor. Schade, Sie sind kein Humorist. Ihnen fehlt Esprit, Charme, alles, was einen guten Komiker ausmacht. Was?